So, da sind wir wieder. Okay. Stimmt, ja, wir sind hier am Schrein, wo wir auferstanden sind in der ersten Episode. So, jetzt muss ich mal ganz kurz die Karte checken. Wir müssen nach rechts, ungefähr hier, wo dieser Kochtopfstempel ist, da müssten wir hin. Ich lösche mal den Stempel und mache einfach mal hier eine rote Markierung hin. Hast du schon den Winterwams? Nee, den Winterwams habe ich nicht, aber dafür war ich im Eisgebiet. Also man sieht es ja hier auf der Karte. Den hier habe ich gerade eben vor der Pause gemacht. Mir fehlt eigentlich jetzt nur noch hier unten der, wo ich gerade die Markierung rot gesetzt habe. Winterwams, keine Ahnung, wie bekommt man den? Das wäre nice zu wissen. So, ich kann mich ja schon mal. Wobei. Ich warte mal ganz kurz, vielleicht kriege ich ja die Information wegen dem Winterwams. So, der Chat ist, also beziehungsweise so. Ich habe ja hier neben mir den Stream laufen. Es hinkt ein bisschen hinterher. Deswegen müssen wir kurz warten. So, wir können ja hier unten nochmal mit dem Alten so lang quatschen. So, wäre cool, wenn ich wieder so ein Reiseschwert bekomme, so ein kleines. Ich mag diese Großschwerter nicht. So, wir quatschen nochmal hier. Mal gucken, vielleicht hat er noch irgendwas zu erzählen. Es fröstelt mich gerade, aber so ein warmes Lagerfeuer kann wahre Wunder bewirken. Nirgendwo kann man besser Zeit totschlagen als an einem Lagerfeuer. Mach's dir einfach hier bequem. Ach, stimmt. Eine Sache, die wollte ich ja nochmal abchecken. Diese Jagdhütte, die wir gefunden haben, die wird mich nochmal reizen, dahin zu gehen. Das machen wir jetzt mal. Also, eventuell. Ich gehe mal nicht davon aus, dass da jetzt irgendwas. Alt, falsches, falsches, falsches. Dass da irgendwas Interessantes jetzt ist oder so. Aber einfach mal, dass wir die jetzt uns angucken können. Da ist er auch schon. Ist ja nicht allzu weit weg. Und? Kann das sein? Ja, wir laufen sogar fast in die richtige Richtung. Oh, was ist das? Eichhörnchen! Oh no, nicht abhauen! Hier. Ratten. So, ich. Kann das sein? Ja, doch, da oben. Das ist der Punkt, wo ich eigentlich hin wollte. Wo ich gehofft habe, dass wir im Wintergebiet den finden. Ich aber ein bisschen falsch gelaufen bin. Oh, was ist das? Da hängt irgendwas. Ist das was Lebendiges oder was Lootbares? Also ich schieße es mal ab, wenn wir treffen. Na, okay. Wohl eher nicht. Das sieht aus wie eine Blume. Die holen wir uns mal. Was wir haben, haben wir. Irgendwann werden wir es bestimmt brauchen. So, was hat unser Messi-Link jetzt wieder? Spurtling. Dieser Pilz ist oft an schroffen, isolierten Orten wie Steilhängen oder Höhlendecken zu finden. Als Kochzutat erhöht er die Geschwindigkeit. Ja, okay, jetzt haben wir zwei Kochzutaten, die die Geschwindigkeit erhöhen. Dann ist das Banditenlager, das wollten wir ja auch nochmal ausheben bei Gelegenheit. So. Wir haben ein Schild. Wir haben eine Fackel. Ach, Topfdeckel. Okay, das ist jetzt nicht so geil, denn da haben wir schon einen, aber den werden wir nicht brauchen. Der ist komplett useless eigentlich. So, Ausdauerling. Okay, wir haben Chili, wir haben noch eine Chili und wir haben ein Buch. Das lesen wir uns durch.
Das scheint das Tagebuch des Alten zu sein. Lesen. Auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Heute ist es mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es den scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur verlorene Kraft wieder her, sondern wärmt den Körper auch in größter Kälte von innen. Solange man sie vorher verzehrt, kann man auch ohne dieses ungemütliche Winterwams in die verschneiten Berge. Winterwams! Da kommen wir jetzt zum Chat. Denn irgendwie Darklink antwortet mir nicht. Keine Ahnung, ich glaube, der ist wieder weg. Kann das sein? Darklink? Na ja, gut. Selbst wenn. Winterwams, ja. Das, leider habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben. Zwei der Zutaten waren Wild und Chili. So viel weiß ich noch. Okay. Wild und Chili sind zwei Zutaten. Ha, Darklink ist noch da. Sehr gut. Zwei der Zutaten waren Wild und Chili, so viel weiß ich noch. Leider fällt mir der Rest nicht mehr ein. Es war aber weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Ich werde wirklich langsam alt. Wenn doch nur jemand käme, der mir auf die Sprünge helfen könnte. Mir ist klar, dass auf diesem einsamen Plateau die Chancen auf ein zufälliges Treffen mit Hobbyköchen gering sind. Dabei würde ich für einen Hinweis zu den fehlenden Zutaten sogar meinen Winterwams hergeben. Musste noch mal gerade die Steuerung von COD erklären. COD, Call of Duty? Soll ich sagen, was du brauchst? Wait, one moment. COD, ihr spielt Call of Duty. Ihr wisst schon, dass ich da auch eine Zeit lang auf einer anderen Streaming-Plattform das ziemlich lange gespielt habe. Ja, wisst ihr, wart ja fast jede Folge dabei. Wenn ihr Bock habt, kleine Einladung von mir. Kann man gerne mal machen zusammen. So, ja, Chili, ja, ja, wäre schon cool, wenn du mir das Rezept sagst. Also das mit dem Schwein, das habe ich schon kapiert, dass ich die jagen muss. So, was haben wir denn hier? Die kann man doch bestimmt... Nein! Werfen. Oh, ich bin so lost mit dieser Nintendo-Steuerung, ey. Wie viele Jahre wird es dauern, bis ich die kapiert habe. So, Röstapfel. Den könnte man... Das wäre jetzt schon fast logisch, den zu benutzen. So, also im Prinzip Wild und Chili. Chili hatte ich ja. Du brauchst noch Barsch. Ah, okay, ich brauche Barsch. Muss ich mal ganz kurz gucken. Grillwild. Kann... Im Wasser. Kann ich das Wild, wenn es... Nee, wenn es gegrillt ist, kann ich es nicht mehr verwenden. Das muss rohes Wild sein, oder? So. Also, wir brauchen noch mehr Schwein und wir brauchen Barsch. War hier nicht irgendwo eine Wasserpfütze in der Nähe? Ja gut, das andere Problem ist halt jetzt, wir müssen nochmal in den Wald gehen, denn ich glaube nicht, dass wir hier jetzt allzu viel Schwein finden. Roswild, ja okay. Roswild, Chili und Barsch. Bevor ich jetzt irgendwas verschwende an den ganzen Zutaten, welches Mixverhältnis brauche ich denn? Von jedem eins? Weil man kann ja 5 Zutaten benutzen. Schwein ist hinten im Wald. Ja, das weiß ich mit dem Schwein. So, muss ich mal gucken. Hier. Da unten komme ich doch auch zum Wald, oder? Ah, da komme ich, nee, diese eine Höhle. Was würde GZ jetzt zu dem Schwein sagen? GZ. Ah, der Gaming Coach. Der würde gar nichts sagen. Das ist ein Arc Only. Von Zelda hat er keine Ahnung. Von jedem eins. Okay, nice. Aber kleine Anmerkung meinerseits. Wenn ich danach frage, ist es okay, aber bitte keine Spoiler in den Chat reinhauen. Das ist mir sehr wichtig. Nur als kleine Info.
So. Oh, es ist aber schon irgendwie. Es ist cool, dass das hier so ein Open-World-Ding ist, so ein riesiges. Aber diese Laufwege, mein Gott. Ich habe das Gefühl, in so einem Walking Simulator zu sein. Weil als hin und her, gerade wenn man keinen Plan hat, was man eigentlich macht oder wohin man muss, ist man hier schon ziemlich viel am Laufen. Ah, das ist ein Eichhörnchen. Den hole ich mir. Yes! Nahrung! Wie Eichel? Ich habe ein Eichhörnchen abgeknallt und krieg eine Eichel. Naja, okay. So, da hinten leuchtet irgendwas. Noch mehr Eichel, 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 Eichel. Ah, Schwein! Bam! Headshot! Jawohl, mein bester Schuss bisher. Voll in your face. So, da ist noch eins. Ich nehme einfach mal zur Sicherheit ein bisschen mehr. Zack. Boah, ich werde immer besser. Ich glaube, im Laufen kann ich besser zielen, als wenn ich im Stillstand bin. So, da hinten ist auch noch irgendwas, was mir jetzt nicht bekannt vorkommt. Hyrule-Gras, ein äußerst nahrhaftes Kraut, das überall auf Hyrules Ebene wächst. Als Kochzutat füllt es noch mehr Herzen auf. So, okay, nice. Nehme ich mit. So, dann brauchen wir als nächstes Barsch. So, sehen wir in der Karte zufällig, wo Wasser ist? Ja, hier vorne, wir laufen. Na, ein Stück rechts, dann laufen wir eigentlich fast genau drauf zu. So, ja, ich hoffe, wir kriegen auch den Barsch. Da ist eine Hexe. Die sind wir bestimmt gleich weg. Nein, haben wir. Spurhexe. Sehr gut. Du spurtest nirgendwo immer hin. Höchstens in meinen Magen. Da sind ein paar Gegner. Ich würde sagen, die nehmen wir einfach mal mit. Halt, hier ist doch eine Pfütze. Ich glaube, in der Pfütze finden wir keinen Barsch. Ein bisschen Unkraut. Nö, schade. Bin ich jetzt schon wieder auf die falsche Taste gekommen? Okay, das brauchen wir nicht. Okay, was zockst du mit Controller oder Joy-Con? Hier. Controller. Joy-Con, was war das nochmal? Dafür bin ich jetzt zu Nintendo Noob. Aber wahrscheinlich brauchen wir das hier in den Totenfluss. Also müssen wir eigentlich. Wow! Ah, okay, wir haben Nacht offiziell. Jetzt kommen hier die ganzen Sackratten. Wo kriege ich denn jetzt Barsch her? Ich meine, der Totenfluss, so wie es aussieht, ist das oben wieder im Wintergebiet und da ist es eindeutig zu kalt. Ich weiß ja nicht, ob ich im Wasser da überlebe allzu lange. So, fucking Barsch. Wo ist der Barsch? Und hier könnte was drin sein, eigentlich. Was ist denn das da oben eigentlich auf dieser Plattform? Das sieht aus, als ob da irgendein Schwert und Stein ist. Ja, das ist ein Schwert im Stein. Jetzt sag nicht, dass das das Master-Schwert ist. Oh, irgendwas hätte ich geplatscht. Ja, ich glaube, hier sind Fische.
verrostetes Schwert. Vor langer Zeit hat dieses Schwert vielleicht einmal ein berühmter Kämpfer geführt, aber jetzt ist es so mitgenommen, dass es nicht mehr als ein paar Schläge aushält. Was ist schlecht? Gammelschwert. Waffentasche ist voll. Ja, okay. Da hat sich das erledigt. So, Arsch. Ich sehe halt nichts. Doch, da. Zack. Jawohl. Und den kriegen wir auch noch. Mist. Kriegen wir doch nicht. Hyrule Barsch, gewöhnlicher Fisch, ja, bla bla. Mehr brauchen wir nicht. So, wir haben genug Informationen. So, dann können wir jetzt in die Jagdhütte gehen. Beziehungsweise. Was sind jetzt eigentlich näher? Ich glaube sogar die Kochstelle hier im Wald ist näher. Da müssen wir jetzt in die Jagdhütte latschen. Dann machen wir das doch schnell. So, ich werde jetzt auch nicht mal allzu lange streamen. Ich hatte eigentlich schon mein Pensum aufgebraucht an Zeit, das ich zur Verfügung hatte. Aber ich versuche jetzt wenigstens hier diesen einen Tempel noch zu machen. Okay, davon ist die Feuerstelle. So, von jedem eins. Ich habe jetzt natürlich nicht ins Menü geguckt. Wenn wir ganz viel Pech haben, haben wir einfach keine Chilis gerade am Start. Da leuchtet was. Ah, fein. Die kann man immer gut gebrauchen. So, ja gut, der alte Sack, der ist echt überall am Start. So, dann... Hier, Stöckchen. Hat er sich erschreckt. Jawohl, wir haben es. Okay, jetzt keinen Fehler machen. So, einmal in die Hand nehmen. Wild einmal in die Hand nehmen. Und hier, Barsch einmal in die Hand nehmen. So, dann jetzt raus und kochen den Scheiß. Blub, 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 blub. Das sieht so lustig aus, wie hier das Essen da rumdanzt. Koch mal ein einzelnes Glühwürmchen. Scharfer Grillteller. Lässt sich große Kälte aushalten für 3 Minuten und 30. Okay, das ist ja eigentlich jetzt schon wieder ein Schritt zurück. Wir hatten ja eigentlich viel krassere Nahrung gemacht, die jetzt 7,5 bis 8,5 Minuten gedauert hat. Aber okay. So, was grill mal ein Glühwürmchen? Habe ich überhaupt ein Glühwürmchen? Ich glaube nicht. Was, Eissportling? Nee. Nee, ich habe keine Glühwürmchen. Oder was ist das da oben? Ausdauerschrecke. Nee, keine Glühwürmchen am Start. So, warte mal. Ich hab was gekocht. Oh, was hast du da? Ist das etwa der scharfe Grillteller, den ich in jungen Jahren selbst erfunden habe? Wie? Warum? Und vor allem, wie lautet das Rezept? Tja, mein Freund, das wird teuer. Das wird richtig teuer. Ich verstehe. Hyrule Barsch hast du also hineingetan. Nun gut, ich erkenne deine Raffinesse an und überreiche dir diesen Winterwams. Winterwams, warme Kleidung der Bergbewohner. Dank des dicken Stoffes und der Handschuhe bleibt die Körperwärme erhalten. Ba-bam. So, sehr nice. Wenn du das trägst, bist du gegen Kälte gewappnet. Obwohl du mit deinem tollen Rezept für den scharfen Grillteller eigentlich gar keinen Winterwams mehr bräuchtest. Jo, am Arsch, den Weg, wo ich vorhin gelaufen bin, habe ich länger als 3 Minuten 30 gebraucht. Wahrscheinlich auch, weil ich zu doof war, es richtig zu machen. Aber egal. So. Winterwams. Kann ich ihn jetzt schon anziehen, oder? Ja, super nice. Der gefällt mir sogar optisch. Der hat was. Erinnere mich jetzt schon ein bisschen mehr an den alten Link, so von der Optik her. Okay. Aber dafür müssen wir jetzt halt wieder so einen weiten Weg zurücklegen.
Jetzt ist halt die Frage, wie komme ich hier unten dran an dieses Ding? Muss ich da über dieses Wintergebiet echt klettern oder so? Okay, das wäre jetzt wieder so ein Spoiler-Moment, wo ich gerne gespoilert werde. Wie komme ich am besten zu diesem Tempel? Soll ich einfach die Schlucht beim Jagdhaus hochklettern oder... Auch schon wieder diese Taste. Oder muss ich da jetzt tatsächlich durch das Wintergebiet? Glühwürmchen! Come on! So, Schleichwürmchen. So, jetzt haben wir wenigstens eins, aber jetzt gehe ich nicht nochmal rein. Wir wollen ja auch mal zum Punkt heute kommen. So, Schlucht beim Jagdhaus. Okay, sehr gut. Das wäre jetzt auch das, was ich jetzt selbst ausprobiert hätte. Das sollte ich auch mal ändern. Oh, das ist auch bald am Arsch. Reise Zweihänder, Reise Schwert, Reise Lanze. Na gut, dann ich bleibe bei dem Reiseschwert. Sind ja beide fast am Arsch. Was, sonst kommst du nicht über den Bach? Ah, der Bach, doch. Du meinst den Bach, wo man rein theoretisch mit dem Eiszauber hier diese Blöcke machen sollte? Ja, doch, da bin ich schon drüber. Oben, also quasi, wenn man durch diesen Torbogen in das Forstgebiet reinkommt. Hier oben der. Da bin ich schon drüber. Ich bin einfach außen rumgelaufen. Halt, da war was untersuchen. Wo? Hier, antike Achse. Ach so. Ja, ich habe gerade erwähnt, ich habe zwei Rezepte random rausgefunden, mit denen ich 8,5 Minuten Kälteschutz hatte. Und ich kann es mal ganz kurz zeigen. Jetzt können wir ja da problemlos rein. Der gute Link ist einfach nicht fit. Der braucht mehr Training. So, hier ist ja der Bach, der Fluss, kein Bach. Und da oben sieht man es, den Tempel habe ich gemacht. Und wenn man hier weitergeht, diese Strecke, kommt man irgendwann zu einer Brücke. Man braucht halt wirklich schon, also 5 bis 6 Minuten Kälteschutz sollte man schon haben. Ansonsten wird es etwas knapp mit der Zeit. Aber es ist machbar, sobald man diesen Schutz hat. So, dann gehen wir jetzt schnell in den letzten Tempel und dann haken wir das Thema für heute ab. Oder ist da was zum Jagen? Ah, das ist wieder so eine Spurtechse. Okay, also wir müssen wahrscheinlich hier runter, die Gegner besiegen. Dann erstmal rüberklettern auf das andere Plateau. Ah, gucken wir einfach. Bam, in your face. Ah, Mist, da hat es verzogen im letzten Moment. Ach, come on. Oder sogar eine Kiste zu looten. Oh nein, mein Schwert! Mein Schwert, mein Schwert. So, dann machen wir das ja auch noch gerade kaputt, wenn wir schon dabei sind. Ey, das geht echt schnell kaputt. So, ja, dann hier die Keule. Sehr gut. Sehr gut, Eddie, gerade. So, Pfeil gegen Pfeil. So, nice. Wir haben es geschafft. Uff. Wo
Wurfspeer, ein besonders effizienter Wurfwaffe, lässt sich dank ihrer speziellen Gewichtung deutlich weiter werfen als gewöhnliche Lanzen. Okay. Aber wir haben keinen Platz. Das ist so klar wieder. Ja, komm, machen wir den hier weg. Oh no. Hier das da und tschüss. So, dann nehmen wir den. Wie machst du die Backflips? Indem du anvisierst, die ZL, also die Schultertaste, wo man quasi mit dem Schild blockt und anvisiert beim Gegner und dann einfach mit X hüpfen. So. Na gut, ist eigentlich eine coole Waffe, die ist schnell. Ich würde sagen, die behalten wir. So, jetzt muss ich bestimmt hier hinten auf dieses Plateau drauf. Ich hoffe, das schaffe ich. Könnte knapp werden. Ich glaube, ich habe gerade Scheiße gebaut. Oder nein, hier hoch, hier hoch. Glaube ich, springen. Oh no! Alter, kostet mich das viel Energie. Sieht aus wie Ornsteins Drachentöter. Ja, gell? Irgendwie. Das hatte ich auch in Erinnerung. Oh nein, wir sterben, wir sterben. Wir kommen nicht rechtzeitig hoch. Aber der Weg war schon mal richtig. Nein! Scheiße. Oh Mann. So, gut. Wenigstens können wir jetzt hier wieder anfangen. So, also nicht springen. Wir müssen einfach in Ruhe klettern. Dann kommen wir eher an unser Ziel, als wenn wir jetzt hier springen und zu viel Ausdauer auf einmal verhauen. Ja, das dauert halt jetzt im Moment. Aber wir haben es schon fast. Ja, ja, komm, komm, komm. Es wird schon knapp. Wir schaffen's. Wir schaffen's nicht. Oh nein. Komm, komm, komm. Nein, vom... Ihr wollt mich. Ihr seid... Okay, wir haben den falschen Weg gewählt. Wie soll ich denn das jetzt hier machen? Und was ist das hier eigentlich? Ach, dumm. So, geht doch. Easy. Oh, da sind Bienen. Kann ich die vielleicht auch wegbomben? Jawohl. Okay, Ausdauerhonig. Honig direkt vom Bienenstock ist besonders nahrhaft. Wenn man ihn zur Verfeinerung von Gerichten verwendet, verleiht er ihnen den praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. Ja, nice. Was haben wir hier? Oder geh an der Jagdhütte vorbei. Was? Okay. Ah, Bombenpfeile. Nice. So, wir brauchen erstmal hier was zum Futtern. Hier, Schafbratschi, die 7 und was fällt dem Baum und geht über die Schlucht. Ich kann den Baum fällen? Ja, okay, wenn man das weiß. Easy. So, dann gehen wir mal zum Baum hoch. Zur Jagdhütte. Oh nein, schon wieder auf diese blöde Taste gekommen. Diese Schultertaste, die ist tricky, muss ich echt sagen. Aber ist ja der Alte wieder? Der rennt so komisch. Ah, das sieht so aus, als ob der jetzt hier Baum fällen will und mir hilft. Oh, sieht man sich wieder. Wir reden später, ich muss jetzt erstmal einen Baum fällen.
Ja, bitte den, der hier weg soll. Oder machen wir jetzt mal hier ganz auf die Krasse. Jawohl, geh doch. Aber in die falsche Richtung. Der aber. Jawohl, läuft doch. So, Krugfächer. Okay, wir sind voll. Naja, egal. Das war knapp. So, okay, cool. Krass, man kann trotzdem hier blocken. So, wir haben es fast. Wir haben es fast. Aber ich glaube, den Tempel müssen wir echt beim nächsten Mal in Angriff nehmen. Das wird jetzt etwas zu lange. Ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr. Dann haben wir einen netten Cliffhanger. Ha, Cliffhanger. Der Witz passt jetzt gerade so gut. So. Muss ich mal gucken, wo ist die nächste Plattform? Wahrscheinlich hier über mir. Komm, du hast es gleich. Nee, oder? Warum? Warum? Er war schon quasi drauf. Ich... Alter. Wie kann man so lost sein? Okay, Leute. Wir müssen jetzt wirklich aufhören. Es ist schon viel, viel zu spät. So, ja. Das Klettern ist jetzt halt scheiße gelaufen. Naja. Kann man nichts machen, aber ja gut, das ist das kann ich auch für den nächsten Stream halt hier überspringen, da müssen wir jetzt nicht vor der Wand hier starten und alles. So, ich speichere ab und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, war cool, mir hat es echt gut gefallen, ich hoffe euch auch, ich hoffe ich konnte euch unterhalten und in diesem Sinne Leute, wir sehen uns beim nächsten Stream. Eventuell mache ich morgen Vormittag sogar einen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Kommt auf die Tagesform an. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch und tschüss!